Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einem niedlichen Let's Play Weird West. So, wir sind zurück in Gregle und ich will einmal in den... Hier, genau. In den Generalstore. Damit wir schön viel Sachen verkaufen können. So, dann zeig mal her. Wir können... Nee, das ist der Teddy von unserem Sohn. Den will ich nicht verkaufen. Wir können auf jeden Fall hier den Rotwein verkaufen, den Whisky verkaufen. Das verkaufen wir. Ja, Hammer. Eigentlich brauchen wir auch gar keinen Hammer, ne? Aber wir lassen es mal. So, das Seil brauchen wir, das brauchen wir. Die Teddys brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht. Alles weg mit dem Scheiß. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen richtig viel Kohle. So, das weg. Das weg. Das weg. Die kann auch weg. So. Das. Okay. Ich glaube... Ja. Den Rest, den brauchen wir. Schaufeln brauchen wir, Spitzhacken brauchen wir, Dietrich-Set, Seil. Und wie gesagt, Teddy vom Sohn, Ehering vom Mann, verkaufen wir natürlich nicht. 2 Dollar, nee, ja, wobei. Eigentlich brauche ich den Hammer echt nicht, ne? Nee, brauche ich nicht. So, weg damit. Gut, wir haben 338 Dollar. Das ist schon mal sehr nice. Das heißt, wir können uns das jetzt definitiv ein Pferd kaufen. Allerdings möchte ich vorher nochmal unser Kopfgeld einfordern. So. Was hast du rausgefunden? Habe ich dir nicht schon gezeigt? Ja, ja, das weiß ich. Nee, warte, 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 warte. Kopfgeld abholen. Ich hoffe, es hat dir nicht viel zu viele Probleme bereitet. Hier ist deine Belohnung. Wie viel haben wir bekommen? Wie viel haben wir bekommen? Wie viel Dollar habe ich? 448. Naja, irgendwie so 110, 120 Dollar waren es. Nice. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier Kopfgelder zu machen. Gut. Ich würde jetzt tatsächlich als erstes einmal ein Pferd kaufen. Und danach können wir nochmal gucken. Entweder würde ich gerne nochmal gucken wegen Waffenaufwertung. Wir könnten, wir haben zwar noch Goldbarren, die wir, genau hier. Hier haben wir mal was. Und hier haben wir was. Und was ist das? Ach ja, ja, ja. Nee, mache ich auch nicht. Die Kiste werden wir nicht öffnen. So, wie gesagt, hier habe ich und wir können es theoretisch verkaufen. Aber ich glaube, ich würde es lieber einschmelzen. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir irgendwie unsere Waffen aufwerten können. Alright. So, und ich würde auch gerne nochmal zum Schneider gehen und gucken, ob wir da vielleicht eine bessere Weste bekommen oder so. Falsche Richtung. Ah, es ist nicht einfach, sich hier zurechtzufinden. So, hier ist noch so ein blaues Symbol. Das scheint wohl irgendwie eine Nebenmission noch zu sein. Die gucken wir uns natürlich auch gleich an. Aber eins nach dem anderen. So, 279. 200, okay. Ich nehme mal das hier. Das sieht schick aus. Oder? Oder nehmen wir Plätze. Komm, wir nehmen Plätze. Pferd kaufen. Was? Hallo? Ei, dein Pferd. Interagiere mit deinem Pferd, um auf den zusätzlichen Platz in den Satteltaschen zuzugreifen. Mehr Inventar. Nice. Oder um aufzusteigen und zu anderen Orten zu reisen. Das ist selbst im Kampf möglich. Okay. Auf der Weltkarte hilft es dir, Überfälle zu vermeiden, wenn du auf einem Pferd unterwegs bist. Und scheue dich nicht, die Satteltaschen zu nutzen. Wenn du später ein neues Pferd erwirbst, während dieser Reise oder einer anderen, dann greifst du über die neuen Satteltaschen automatisch auf das Inventar. Alles klar. So. Oh. Alter! Ist das geil, so viel Platz. Die Frage ist natürlich, wenn ich das jetzt in die Satteltaschen packe, kann ich das trotzdem benutzen? Ich würde mal hier zum Beispiel... Ich
würde mal das ganze Dynamit reinpacken. So, und jetzt will ich mal eben gucken. Nee. Shit. Okay, wir können anscheinend nur das wirklich nehmen, was nicht in den Satteltaschen ist. Das ist schade. So, aber wir können auf jeden Fall... Nee, warte. So viel... Wir brauchen ja nicht so viel Dynamit. Wir können ja mal zumindest die reinpacken. So, was war das hier überhaupt nochmal? Blitz in der Flasche. Oh, werfen, um in einem Bereich Blitzschaden zu errichten, anzurichten. Ja, ja, das, nee, das will ich. So, dann machen wir den Teddy rein, den Ring rein, das brauchen wir alles nicht. Kann ich das verkaufen? Ich würde das hier echt gerne nochmal gucken, ob ich das irgendwo loswerde. Den Nimmkopf. Bärenfell. Ich glaube, das brauchen wir für den Schneider, ne? So, dann würde ich eine Schaufel und eine Spitzhacke reinpacken. Beziehungsweise zwei Schaufeln, ja. So, aber den Rest brauchen wir eigentlich am Mann, ne? Das finde ich sehr schade, dass man das nicht nutzen kann, wenn das in der Satteltasche ist. Aber egal. Gut. Ja, Ferdi, ich komme später noch zu dir, beziehungsweise, nee, warte mal. Können wir auch durch die Stadt reiten? Warte mal, was habe ich denn jetzt? Nee, das wollte ich aber nicht. Okay, ich habe wohl aus Versehen wieder alles rausgenommen. So, das wollte ich reinpacken, das wollte ich reinpacken. Du. Okay. Jetzt passt es, ne? Okay. So. Reiten. Ah, okay, ich verstehe. Wir brauchen nicht mehr ans Ende der Karte gehen, um irgendwie reisen zu müssen, sondern wir können auch direkt... Okay, das machen wir später. Wie gesagt, ich will noch mal ein bisschen gucken. So, was war hier? Hier war der Schneider, ne? Waren ansehen. Ach, der hat sogar hier auch Bögen und so. $93. Wir haben noch 169. Robuste Bärenfellweste. Ah, es ist schon nice, ne? Aber warte mal. Was ist das? Erstklassiges Bärenfell. Hirschleder. Tasche mit Häutungswerkzeugen. Keine Hilfe im Kampf, aber du benötigst sie, um deine Beute zu häuten. Erlaubt es dir Hirsche, Bären, Schlangen und Bisons... Oh. Ich glaube, das muss ich haben. Ich würde aber tatsächlich erstmal... keine Häute, die du gerben kannst. Einige gleiche Tierhörte sind nötig, um eine Weste herzustellen. Alles klar. Ich verstehe. So, ich muss noch mal gucken. Was haben wir denn hier für eine Weste? Einfaches Hirschfellweste. Schutz 25%? 5%. Die kostet $232, Alter. Alter Verwalter. Was haben wir hier? Bärenfellweste. 139, aber dann sind wir wieder pleite, ne? Nee, komm. Ich lasse es erstmal und ich gucke erst nochmal hier bei Firearms, bei Firearms, was der Hübsches an Waffen hat. So. Zeig mal her, was du hier hast. So, das ist ein Gewehr. Gauser Serval Rifle. Der macht... Nee, warte. Gewehr. 35 Schaden. 40 Schaden. Magazin 8. 8. Sehr langsam, langsam. 100. Okay, der macht eigentlich nur 5% mehr Schaden, ne? So, und hier haben wir... Stubbs Double Barrel.
Schaden 80, 70. Magazin 2, 2. Kurzmittel, Kurzmittel. Ich meine, die machen immer nur 5% mehr Schaden, ne? Ist jetzt nicht so die Welt. So, und das ist der gleiche, den wir haben, ne? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Nee, auch das lasse ich erstmal. Ich will das Geld so ein bisschen zusammenhalten. So, ansonsten... Hier werden wahrscheinlich neue Kopfgeldmissionen. Wir gucken mal eben. Ja. Okay. Aber wir haben ja noch eine offen, deswegen lasse ich die auch erstmal. Gut, aber wir gucken nochmal dieses blaue Symbol da vorne. Das scheint ja wohl eine Nebenquest zu sein. Ist er hier drin? Ja. Moin! Kevin Morris! Oh, du bist eine Reisende, nicht wahr? Ich habe darauf gespart, jemanden wie dich für eine Hilfeleistung zu bezahlen. Ich kann dir $100 für deine Hilfe anbieten. Jo. Meine Familie lebte früher im nächsten Ort. Als sie umziehen musste, ließ sie Opas altes Tagebuch zurück. Das ist alles, was wir von ihm noch hatten. Meinst du, du könntest es für mich holen? Logisch. Annehmen. Danke, dass du mir hilfst. Wir haben damals in Charity Pass gewohnt, in einem Haus an der Hauptstraße. Charity Pass scheint irgendwie noch ein anderes Dörfchen zu sein, ne? Ich hab nicht viel, aber mein Papa hat mir beigebracht, dass anständige Arbeit anständig bezahlt werden sollte. Ich halte deine Belohnung bereit, wenn du zurück bist. Oh. Scheint ein anständiger Mann zu sein. Kann ich mir hier ein Lied wünschen? Okay, wir können sogar spielen. Nice. Das sind so die Kleinigkeiten hier an mir. Ja, geschieht dir recht, ne? Würde ich mal behaupten. Okay. Ja, ich würde sagen, ab zu Ferdi. Und dann gucken wir mal. So, Ferdi. Reiten. So, wo ist denn das? Geisterstadt? Okay. Geisterstadt? So, war das hier? Nee. Warte mal, wo war denn das? Wo? Alice Springs? War das hier? Das Tagebuch? Ja, ja, ne? Beschaffe altes Tagebuch von Butte. Oh, das ist so weit, ne? Das ist echt weit. Ich glaube, ich würde mal erstmal hier hin. Oder? Wir können das. Ich will das erstmal so ein bisschen alles abarbeiten. So, das ist meine Farm. Ich weiß nicht, ob es da noch was zu sehen gibt. Komm, wir gehen mal hier hin. In die Brush Creek Farm. Oh, da sind wir aber echt um einiges schneller mit dem Pferd, ne? So. Freund oder Feind? Okay, auf jeden Fall sind sie nicht rot. Moin! Tag auch! Jun Saito, fähiger Revolverheld. Bleib weg von mir, sonst haben die Stillwaters auch noch auf mich abgesehen. Was? Eine Kopfgeldjägerin? Lass mich raten, du bist hier, um Ärger zu machen. Und ich glaube nicht, dass du zäh genug bist, um es mit uns aufzunehmen. Nicht mal Gavins Hunde können es mit uns aufnehmen. Da hast du keine Chance. Und jetzt verschwinde aus meiner Brennerei. Die Brennerei? Ja, weniger Fragen du stellst, desto besser. Zustimmen und gehen. Wenn du was versuchst, haben wir ein Problem. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt mit denen anlegen will.
Was ist, wenn wir jetzt hier weiter gucken? Wollen wir was trinken? Komm ich hier rein? Oh! Oh! Oh, oh, okay. Ich glaube, es lohnt sich doch hier einmal zu gucken, ne? Bin gleich wieder weg. Nur ganz schnell, einmal ganz kurz gucken. Gießkanne, Schaufel haben wir eigentlich genug. Oh, hier, guck mal hier. Du siehst zäh aus. Ich weiß, dass dich das mein Bruder loswerden will. Aber ich habe eine bessere Idee. Wie wäre es mit etwas Arbeit? Fragen, um was für eine Art Arbeit es sich handelt. Es gibt da eine rivalisierende Brennerei auf der Three Arrows Holding Campfire Cutgills. Sind miese Dreckskerle. Geh da raus und zerstöre ihre Ausrüstung. Oder noch besser, schick sie alle zu den Schlangen. Dann bekommst du von mir ein hübsches Sümmchen. 100 Euro, 100 Dollar im Bar, um genau zu sein. Wie klingt das? Ja, komm. Ich brauch Kohle. Aber mach dich nur gut bewaffnet auf den Weg. Die schießen sehr viel besser als mein dämlicher Neffe. Okay. Nächste Mission. Komm, wir knacken mal hier. So, was gibt's denn hier Schönes? Die nehmen wir mal. Okay. Kartoffel können wir auch gebrauchen. Hammer brauche ich nicht. Ja, das nehmen wir natürlich. So. Salat. Muss ja auch mal was Gesundes essen, ne? Lass mich einmal hier hoch. So. Salat und Milch. Sehr gesund. Kohlebrocken. Oh ja, oh ja, oh ja, ja. Oh ja. Also von wegen hier weggehen, das hat sich richtig gelohnt. Okay. Was machen wir da mal? Meister der Schlösser. Schlecht ist es nicht. So, mehr Geld ist auch nicht schlecht. Ja. Sprengmeister, du rechnest mit Dynamit und Dynamitbündeln 25%? Das ist auch... Oh, ich weiß schon wieder nicht, was ich nehmen soll. Ja. Oh, ich weiß nicht, das brauche ich nicht unbedingt. Okay, dafür brauchen wir schon wieder drei, ne? Ja. Schnelles Nachladen, das ist noch ganz nice. Erhöht die Schussgeschwindigkeit beim Ausweichen, ne? Ich nehme mal hier schnelleres Nachladen. Das können wir auch gut gebrauchen. Okay. Sehr schön. So. Und wir haben einen Schlüssel für das Farmhaus. Ist das für das? Aber eigentlich ist das ja offen, ne? So. Okay, stehlen wollen wir natürlich nicht. Die Western-Gazette. Gibt's denn was Neues? So, das haben wir schon. So, hier ist neu. Berüchtigte Gesetzlose Cynthia Jones zur Rechenschaft gezogen. Jawohl, wir waren's. Wir waren's. Cynthia Jones wurde endlich in ihre gerechten Strafe zugeführt. Damit endet eine monatelange Schreckensherrschaft über den Westen. Gepriesen seien die Geister. Gut, ne? So. Nee, das muss ich nicht unbedingt stehlen. What? Schweinkram? Skandalöses Schreiben der scharlachroten Sabine. Ausgabe 412. Oh, diese Woche haben wir gern etwas ganz Besonderes für dich. Einsames Herz. Nicht eine, nicht zwei, sondern gleich drei Geschichten von lustvoller Hingabe, in denen du dich verlieren kannst. Vom geheimnisvollen, verführerischen Blick des Vampirs über die kräftigen, liebevollen Arme eines einsamen Trappers
bis zum Feinsten vom Feinsten. Das Farmermädchen und der Krieger. Eine Geschichte voller verbotener Liebe im wilden Grasland der Stackstone Plains. Oh, jetzt bin ich ein bisschen wuschig gerade. So. Nee. Dietrich würde ich natürlich gerne mitnehmen. Warte, wir machen mal die Tür zu. Nur falls da einer guckt. So, dann nehmen wir das mit. Hier ist noch so eine schöne olle Matratze. Oh, fünf Dietriche? Für so einen Kacktresor? Okay. Na gut. So. Ja. Also es hat sich definitiv gelohnt, hier sich umzugucken. Oh, hier sind noch ein paar Fässer. Okay, brauche ich nicht. Was wird denn hier angebaut? Blümchen? Ey, seid ihr Holländer oder was ist hier los? Keine Ahnung. So. Was? Nee, das glaube ich. So, oh, Munition. Ja. Okay. Ach nee, hier ist noch ein Fass. Warte mal. Okay, brauche ich nicht. Sehr gut. Okay, ich glaube, wir können weiterreisen. Wo ist Ferdi? Da ist Ferdi. Hey, Plätze. So. Wir sind hier. Wir könnten jetzt entweder hier hin. Jagdgründe. Schlage ich hier ein Lager auf, um was? Um dich auszuruhen. Zu jagen und Nahrung zu kochen. Es ist auch, glaube ich, gar nicht schlecht, weil wir bräuchten ja auf jeden Fall nochmal ein bisschen Fell, um... Ja, ich glaube, das werden wir auch nochmal machen, aber... So. Okay. Ah, das ist so weit weg hier, ne? Ich gehe mal hier zu den Jagdgründen. Wir können uns ja auf jeden Fall mal angucken. Ja. Ich weiß natürlich nicht, ob uns da noch irgendwelche Feinde erwarten. Oh ja, tun sie. Friedhöfe! Du hast an einem einladenden Ort mörderisch gewütet. Was? Ich hab doch gar nichts gemacht! Die Leichen deiner Opfer werden auf den örtlichen Friedhof gebracht, sobald du das Gebiet verlassen hast. Später kannst du ihre Gräber plündern, falls sie anfangs Beute entgangen ist. Ja. Ach so, das ist hier, alles klar. Hier waren wir ja schon. Will ich hier nochmal hin? Aber es hieß doch hier, wir können hier Tiere jagen, oder? Warte mal, wir gucken mal hier ein bisschen außerhalb. Einmal raus. Was ist das? Fleisch nehmen wir mit. Okay, da sind aber eine Menge Dudes. Ich habe eigentlich gar keine Lust, mich mit denen schon wieder anzulegen. Deswegen glaube ich... Warte mal. Oh. Oh! Okay. Was ist das? Nee, das brauche ich nicht. Aber warte mal, was war das für eine Knarre? Ein Gewehr. Okay, macht weniger Schaden. Größeres Magazin. Sehr langsam. Angriffsgeschwindigkeit mittel. Oh, ich mach's mal. Ich mach's mal. So, und das heißt, wir können... Warte mal. Genau, wir können dich einmal zerlegen. Alright. Gut. Wir haben noch 4 Dietriche. Alles klar. So, aber hat sich trotzdem gelohnt, hier einmal zu gucken. Wir sind ja noch nicht am Ende. Aber hieß es nicht,
Wir können hier auch was jagen. Ach nee, doch nicht. Doch nicht, okay. So. Gurkenfleisch. Oh, hier sind noch... Oh. Ja, ja, ja. Oh, nice. Nägel. Ja, komm, was soll's. So, wir gucken nochmal. Wir haben... Oh, drei Stück haben wir. Ich finde das eigentlich sehr, sehr charmant. Naja, für 8 Sekunden werden Gegner in deiner Nähe zu Verbündeten. Das will ich mitnehmen. Gut, und ansonsten... Wenn du das nächste Mal abdrückst, feuerst du automatisch einen Schuss auf jedes Ziel. Dafür brauche ich 5. 5! Shit. Oh, das ist auch nicht schlecht hier. Ich nehme das nochmal. Schaden kann's nicht. So, ja, ja, ich weiß. Gut. Und weiter geht. Also es scheint sich echt zu lohnen, hier auch mal ein bisschen die Randgebiete abzuklappern. So wie es aussieht. Aber ich schätze mal, das war's jetzt, ne? Ja, wir sind jetzt einmal rum. Gut. Dann würde ich sagen, weiter geht's. So, das war die Farm, genau. Ach so, nee, das ist das, das ist der Auftrag, alles klar. Das ist der Auftrag. Dann machen wir das einmal. So, und da sollen wir... Was nochmal? Warte mal. Töte den Anführer der Campfire Cattles auf der 3-0 Holdings. Zerstöre die Brennerei. Eins von beiden. Okay. Warte mal, wir gehen mal ein bisschen hier außen rum. Sieht er uns schon? Nee. Oh, warte mal. Shit, jetzt kommt da noch einer. Ich wollte ihn mir gerade schön so von hinten schnappen, aber... Jetzt ist da noch der andere Dude. Okay. Oder so. Kriege ich den so geschnappt? Ich wollte ihn eigentlich packen. Verdammt. So, ich werde den mal eben mitnehmen. Und verstecken. Ja, ja. Besser ist. So. Was hast du denn Schönes? Nee, das brauchen wir nicht. Gut. Oh, erste wäre erledigt, ne? Dann gucken wir mal weiter hier. Was ist... Ach nee, ich dachte eben... So. Komm her, Schweini. Ja, bist ein ganz liebes. So, oh, guck mal, ich glaube, hier können wir was ausgraben, oder? Ja. Oi, ist das geil. Ja, und was ist das? Silber? Ah, ist das gut. Ist das gut. Alright, so. Ja, ich würde sagen... Warte mal, was ist das? Hinsetzen. Ne, ich will mich nicht hinsetzen. Gut. Die Farm sieht auf jeden Fall sehr... Was machst du da, Monte? Wo hast du dich wieder rumgetrieben? Ja, ein schöner Ort. Nee, nicht. Wie gesagt, wir gucken beim nächsten Mal hier weiter. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und... Vergesst den Daumen nicht. Tschüss!